herrlicher Nachmittag in Saarbrücken. Wir sind heute in Saarbrücken-Eschberg und mit wir meine ich tatsächlich wir, denn ich bin nicht alleine. Heute ist meine liebreizende Kollegin Susanne dabei. Susanne, wo sind wir denn? Ja, hallo. Wir sind im Zentrum für Ernährungsmedizin und Prävention in Saarbrücken. Und ja, herzlich willkommen, liebe Saarland und Saarland 1 Zuschauer. Wir gehen jetzt mal rein und schauen mal, was da los ist. Da ist nämlich heute Frühlingsfest. Und da kommt sie auch schon, Frau Dr. Thiel. So, kommt sie rein. Herzlich willkommen. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Das ist ja schön. Im Frühling ein Frühlingsfest. Genau, Frühlingsfest im Ernährungszentrum. Ja. Ja. Was hat es auf sich mit dem Frühlingsfest? Ja, also wir feiern, dass wir hier uns um gesunde Ernährung kümmern. Wir haben ganz viele Teilnehmer, die bei uns verschiedene Kurse gemacht haben, Ernährungsberatung gemacht haben. Und das möchten wir einfach mal feiern. Weil wir kümmern uns so viel um Sachen, was die Leute nicht essen dürfen. Und heute geht es eigentlich darum, wirklich Spaß zu haben. Und das ist ja ein ganz, ganz interessantes Thema. Jetzt sehe ich gerade den Herrn, der so liebreizend mich anschätzt. Dürfen wir ihn mal kurz selbstverständlich. Ja. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Sie sind auch Gast des Frühlingsfestes heute hier. Darf ich mal fragen, wie Sie heißen? Axel Walder. Sie kommen aus? Heusweiler Holz. Heusweiler Holz. Ja. Was hat Sie bewogen, hierher zu kommen? Ich bin Diabetiker und das Insulin hat in mir gewirkt. Ich musste immer mehr Spritze und der Zucker ging immer höher. Und meine Frau, die schafft im Krankenhaus und dort ist die Adipositas-Gruppe und die haben es dann hierher geschickt bei die Frau Dr. Thiel. Und ich habe Leberfasten gemacht und habe jetzt abgenommen, musste abnehmen und siehe da, seit ich nicht mehr so dick sind, in Anführungsstrichen. Sieht er aus wie das blühende Leben. Nee. Vorher musste ich am Tag so 100, 120 Einheiten Insulin spritzen und heute spritze ich nur noch 12. Und es hat mir unheimlich geholfen und ich habe abgenommen und ich fühle mich auch viel besser. Und wie fing das an? Man hat Sie hierher geschickt? Wurden Sie dann nochmal untersucht? Was hat Frau Dr. Thiel mit Ihnen gemacht? Sie hat die Leber untersucht. Ich musste Leberfasten machen. Und bin noch dabei praktisch. Leberfasten, wie darf man sich das vorstellen? Ist das qualvoll? Ne, gar nicht. Man muss über die Ernährung umstellen. Wenig Kohlenhydrate essen, zum Beispiel gar keine. Ich esse zurzeit gar keine Kohlenhydrate. Fällt es Ihnen schwer? Nö. Überhaupt nicht? Nee, gar nicht. Auf was verzichten Sie denn alles? Auf Kartoffeln, auf Nudeln, auf Süßigkeiten, auf Reis. Ich esse nur Gemüse und ab und zu mal Fisch und mal gesundes Fleisch. Und gutes saarländisches Bier auch schon mal gar nicht? Nein, ich trinke gar keinen Alkohol. Mit dem Diabetes hatte ich mir abgewöhnt. Das klingt jetzt ja schon sehr, sehr karg. Ja, man aber muss harzen. Es ist aber trotzdem eine ganz gute Geschichte. Ja. Es macht Spaß. Ja, wenn man weiß, dass es eben her besser geht. Und dann muss man eben da durch. Und mir macht es auch gar nicht viel aus, dass ich das machen muss. Und, ja. Und Sie sehen wirklich gut aus. Ja, also das muss man sagen. Ne? Darf ich fragen, wie alt Sie sind? Ich? Ja, Sie. Ich bin 67. Ja, das muss man erstmal, ne? So muss man erstmal ausschauen mit 67. Ja. Da hat das schon mein lieber Mann. Sie sagen jetzt Leberfasten, Sie verzichten auf so vieles. Es hat aber trotzdem Spaß gemacht. Was sind denn so drei Punkte, wo Sie sagen, genau das hat mich bewogen, hierher zu gehen und bei der Frau Dr. Thiel zu bleiben? Ja, erstes Mal die Zuckerwerte, weil der Zucker schlägt. Man merkt ja den Zucker nicht, die Krankheit, die schlägt ja auf die Augen, auf die Niere, auf alles. Und wenn man dann denkt, dass man mal erblinden kann oder schlechte Nierewerte hat und so, und dann macht das schon Gedanken. Man will ja ein bisschen länger leben wie heute Morgen. Und das war der Grund gewesen, warum ich hierher bin. Das ist Punkt 1. Ja. Punkt 2, wie Sie denn hier waren? Ja gut, nette Leute vor allen Dingen. Und wir sind gut aufgehoben hier, wir werden gut beraten. Wir hatten auch Ernährungsberatung, wie man sich essen tut und was man essen tut und wie lange. Und wie gesagt, immer noch 5 Stunden, 3-mal am Tag und nicht laufen, sich in den Kühlschrank geht. Und das ist schon in Ordnung. Und ich denke, Punkt 3 ist das Ergebnis, dass Sie sich jetzt so wunderbar fühlen und auch keine Angst mehr haben müssen. Nö. Nicht jeder hat ja das Glück, eine Krankenschwester zu Hause zu haben. Ja. Was empfehlen Sie den Menschen, die vielleicht dasselbe Problem haben und es gar nicht wissen? Sie soll hierher kommen. Ja, es war aber.
weil ich kann ja nichts empfehlen. Ich meine, jeder Mensch ist anders und die Frau Dr. Thiel wird das schon wissen, was diese machen. Also ich kann keinem was so und muss hierher gehen und ich weiß da nicht Bescheid drum. Aber ich fühle mich hier gut aufgehoben und würde es jedem empfehlen, hierher zu kommen. Herzlichen Dank für die Informationen und ja, weiterhin alles Gute. Dankeschön. War mir eine Ehre. Dankeschön.